stuff laying on the floor too. Oh, what the fuck? What the fuck, baby? The lights are fucking flickering now, dude. Baby, stop! What the fuck? Hallo, mein Name ist Eckbert Aust, ich bin der Teamleiter der parapsychologischen Forschungsgruppe GWS und die Mythenakte hat mich im Fall Magical Poltergeist als zweite Meinung und Experten hinzugezogen. Magical Poltergeist ist ein Ehepaar, was in regelmäßig bis unregelmäßigen Abständen Videos von hauptsächlich Poltergeist-Aktivitäten in ihrem Zuhause hochlädt auf TikTok und teilweise auch auf YouTube. What the fuck, baby? The lights are fucking flickering now, dude. Baby, stop! What the fuck? Und behauptet, dass ein Poltergeist oder später wieder sogar Dämon oder auch Lucifer sich in ihr Haus eingeschlichen hat und höchstwahrscheinlich an ihre Frau geheftet hat. Das Ehepaar versucht dabei in den Videos zu dokumentieren, was alles passiert und versuchen auch so ein bisschen zumindest Erklärung dafür zu finden, was alles vorgeht und nutzen dabei teilweise auch verschiedenste Hilfsmittel. In einem Video zum Beispiel streuen sie Salz vor Fenster und Tür in der Hoffnung, die bösen Geister, wie sie vermuten, die sie verfolgen, abzuhalten. Every window add. Jesus Christ, ja. Was natürlich nicht viel bringt, wenn der Geist an der Person gehaftet ist, wie sie es eigentlich vermuten, also an der Frau, sei es jetzt ein Poltergeist oder ein Dämon, würde das natürlich nicht viel bringen. Entsprechend gingen natürlich auch die Videos weiter und die Vorfälle. Und zu den Grundlagen mal kurz, die kann ich jetzt auch nur anreißen. Auf unserem Kanal in den Theoriebereich gehen wir da deutlich tiefer drauf ein, aber damit wir wenigstens mal wissen, worüber wir reden, Poltergeist ist in den modernen Medien immer wieder, ja, ich sage mal, verglorifiziert worden und wurde immer mehr zu Aktivitäten mit sehr aggressivem Verhalten, die hauptsächlich physisch auftreten, sprich umschmeißende Dinge, fliegende Gegenstände oder, woher der Name auch kommt, Klopfen, Poltern, Schritte und so weiter. Das sind alles Spukphänomene, die auch bei einem normalen Spuk in gewissem Maße auftreten können. Und in Wahrheit ist es so, dass ein Poltergeist eigentlich gar nicht das ist, was man aus den Medien kennt. 1974 hat die Freiburger Universität festgestellt gehabt, also genauer genommen die Fakultät für grenzwissenschaftliche Psychologie, früher hieß es noch parapsychologische Fakultät, dass die Ursache nicht ein externes Wesen in dem Sinne ist, sondern dass es von innen kommt. Man hat festgestellt, es ist eher RSPK, das war dann der Fachname, der dafür gebildet wurde, Recurrent Spontaneous Psychokinesis, also wiederkehrende spontane Psychokinesen. Und es ist ein Teil des Betroffenen, wo sich die Psyche zum Teil auslagert, ohne dass derjenige das möchte oder will. Das betrifft oder betraf, ist eher selten, ja, dass das passiert, hauptsächlich Frauen, vor allem während der Pubertät, also höchstwahrscheinlich gibt es da auch ein paar emotionale Stimuli, die das begünstigen.
Und bei späteren Fällen hat man aber auch gemerkt, dass es wahrscheinlich verschiedenste Auslöser geben kann. Also zum Beispiel Stress wird auch oft genannt. Oft sind Poltergeist-Phänomene ja, kurzlebig, meist höchstens mehrere Tage. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wie die Bellhexe oder der Fall Annemarie Schneider, Spuk von Rosenheim. Das wären so ein paar Beispiele, wo es ein bisschen länger und auch tatsächlich ein bisschen heftiger war, die als RSPK oder Poltergeist halt eingestuft werden können. Und wenn das jetzt die betreffende Familie, das Ehepaar hier betrifft, wird das an sich passen, wenn man sagt, okay, die Frau ist die Fokus. Der Fachbegriff lautet die Agentin, an dem sich nichts gebunden hat, sondern aus der eigenen Psyche das heraus resultiert und die selbst die Phänomene heraufbeschwört, ohne es zu wollen. Ein paar Videos sprechen auch dafür von denen. Man hört und sieht sie halt streiten, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber laut miteinander umgehen, auch teilweise vorwurfsvoll. Baby, hurry! What, baby? The curtains is open! Baby, the door open! The only word! What do you mean? The only word! Baby! Hier wäre also durchaus ein emotionaler Stimuli in Form von Stress, Wut etc. vorhanden, die zur RSPK führen kann. Die andere These, die das Ehepaar ja aufgeworfen hat, ist, dass es ein Dämon ist. Lucifer ist wirklich ein bisschen weit begriffen, ist natürlich auch in dem Sinne ein Dämon. Es gibt haufenweise verschiedenste Dämonen, die auch sehr viele, ja ich sag mal, Wandlungen erfahren haben. Beelzebub ist jedem noch ein Begriff, kam aber damals aus dem Baal-Zebul, was so viel wie Herr der Fliegen heißt, der natürlich komplett anders auftritt, als das Lucifer oder wer auch immer von den Dämonen machen würde. Auf jeden Fall würde sich ein Dämon dadurch äußern, dass eine Entität, die wir Dämon nennen, sich von jemandem bemächtigt, wie eine Art Parasit, der sich an einen Wirt heftet und versucht, diesen zu übernehmen, also sich komplett anders als RSPK verhält. Das wurde in vielen Filmen gut dargestellt. Paranormal Activity hat das zum Beispiel, wenn auch natürlich in sehr extremer Form, dargestellt. Und viele der Videos, die wir hier sehen, erinnern so ein bisschen als Leitfaden an Paranormal Activity. Vor allem die Stelle, wo die Frau aus dem Bett aufsteht, zum Bettfuß geht, dort eine Zeit lang verweilt und dann zum Mann direkt an die Seite des Bettes tritt und diesen die ganze Zeit anstarrt. Oder später, als sie mit dem Teddy aufsteht, in ein Wohnzimmer läuft, einen Schaukelstuhl sich setzt, kurz danach aufsteht,
sich vor die Kamera stellt und diese anstarrt. Das ist so ein bisschen Paranormal Activity Feeling und auch nichts, was man irgendwann schon mal in irgendeiner Form mit Besessenheit, RSPK, Poltergeist oder so gehört hat und damit schon ein bisschen auffällig ist. Vielleicht noch eine kleine Zusatzinfo hier an der Stelle. Das heutige Wort Dämon kommt aus dem altgriechischen Daimos. Das wurde schon vor Beginn der Zeitrechnung, also vor Christus in dem Sinne, verwendet. Und bei den Altgriechen war Daimos, wörtlich übersetzt Kreator, einfach jedes nichtmenschliche Lebewesen. Also damit war genauso gut ein Hund wie ein Vogel gemeint, wie auch jedes Insekt. Theoretisch, wenn sie es denn gewusst hätten damals, hätten sie höchstwahrscheinlich auch Bakterien damit reingepackt, aber auch halt Wesen, die wir heute der Kryptozoologie zuordnen würden, sei es jetzt irgendwelche Werwölfe, Bigfoot, irgendwas, alles, was so in die Richtung geht, alles, was in irgendeiner Form eine physische Lebensform darstellt, die kein Mensch ist, war ein Dämon. Durch die Christianisierung wurde das später zu dem heute geflügelten Begriff für einen bösen, höllischen Wesen, das meistens irgendwo aus der Hölle kam. Und natürlich ist das in manchen Religionen gar nicht in dem Sinne so möglich. Die haben dann eigene Begrifflichkeiten dafür. Ja, was halte ich von diesen Videos? Das ist eine gute Frage. Also der allererste Eindruck, wenn man sie sich nicht analytisch anschaut, sondern einfach nur als Zuschauer, der, ich sage mal, Interesse hat, sich einfach sowas mal anzugucken, fällt einem oder fallen mir persönlich drei Dinge direkt auf. Erstens, es wirkt immer sehr oft gestellt und overacted, die Reaktion. Warum? Nun, wenn man Erfahrung in dem Gebiet hat, dann kennt man auch Leute, denen verschiedenste Phänomene passiert sind. Und die sind meistens erschreckend. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Sei es ein Buch, was dreimal runtergefallen ist, obwohl man sich versichert hat, dass das doch eigentlich feststeht. Das ist erschreckend. Die ersten Male. Passiert das öfters, dann sind die Leute dran gewohnt. Es gibt ein altes Ehepaar, das hat in der Regel immer wieder mal so Klopfgeräusche und sie sagen dann immer, ach komm, lass doch diese Albernheiten. Also so, als hätten sie ja einen Sohn oder ein Enkelkind, was da wohnt und dann hört das in der Regel auch auf. Die sind einfach total erschrocken. Die wussten nicht, woher das kam, haben natürlich alles abgesucht. Das macht man, das ist ganz vernünftig. Aber irgendwann, wenn es denn nicht gefährlich ist, hat man sich daran gewöhnt und sich, ich sage mal, zumindest ein bisschen damit arrangiert. Und das sehe ich hier nicht. Die haben sehr, sehr viele Phänomene, die stattfinden, sehr viel kinetische Bewegungen mit teilweise sehr viel Kraft. Man sieht das Video, wo der Tisch einfach mal so ja, geworfen wird, sage ich mal. Dieser Tisch ist garantiert nicht leicht und er ist auch sehr unhandlich. Da ist also ordentlich Power hinter. Das kann man halt nicht einfach mal mit ja, einem Windzug oder so erklären. Und das macht die Sache natürlich auch ein bisschen zwar gefährlich, aber es ist ja nie einer zu Schaden gekommen. Das heißt, bei den normalen Sachen, die sie immer wieder erleben, der Schaukelstuhl wippt oder diese Tür vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer knallt zu, das ist jetzt erstmal erschreckt, kein Thema, aber sie müssten sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Und natürlich, wenn sie es nur und gar nicht sehen oder nur aus dem Augenwinkel sehen, dass sie sich dann ein bisschen erschrocken umdrehen, aber dann so ganz panisch agieren, wie sie das in so gut wie jedem Video machen. Das ist eine überzogene Handlung, die sehr, sehr untypisch ist und einfach nicht ins Schema passt. Das zweite, was nicht ins Schema passt und auffällig ist, ist die Anordnung der Räume. Vor allem, was das Wohnzimmer angeht. Ich rede jetzt nicht von dem Grundriss, sondern was die Ausstattung angeht. Gerade beim Wohnzimmer sieht man sehr häufig, dass sich von Video zu Video Anordnung und Ausstattung teilweise ändert. Mal ist das Sofa an der Wand, mal steht es mit Abstand dazu, mal ist ein Kreuz oben drüber über dem Ding, mal ist ein ja, ich sag mal, hochgestellter Tisch, mal ist diese ja, Campinggarnitur, sieht es ja fast aus, die verbunden ist als Tisch. Dort, mal ist sie im Nebenraum, mal gibt es einen Läufer. Dieses Wohnzimmer wirkt dadurch immer präpariert und das scheint auch so zu sein, weil es passiert immer genau die Dinge, die dort passieren sollen. Es ist jetzt also nicht, dass man sagt, alles klar, gut, wir haben irgendeine Entität, die hat sich auf, weiß nicht, ein Lieblingsbuch, das es damals hatte, fokussiert. Ich stelle es in einen anderen Regal rein, dann fällt das dort runter. Nein, es wäre eher so, dass man sagt, okay, egal was für ein Regal ist, das bewegt sich. Das kann natürlich sein, keine Frage. Aber dass der Raum dauernd umgebaut wird, extra umgestaltet, das wirkt auffällig und wirkt halt eher wie ein Filmset.
Das dritte, was auffällt, ist, dass in der Regel die meisten Sachen passieren, wenn zumindest eine der beiden Personen nicht mit im Raum ist. Ja, es gibt auch Videos, wo beide sind. Und dann passiert alles eher in einer fast chronologischen Abfolge, sage ich mal. Und nur da, wo keiner von beiden oder nur einer von beiden im Bild ist, passieren die Dinge wirklich, ich sag mal, überhastet in verschiedenen Sachen. Das ist ein bisschen auffällig. Gut, wir müssen jetzt also klären, worum handelt es sich dabei? Ist es echt? Ja, yeah, it's real. It's 100% true. Ist es fake? Und wenn es echt ist, um was für eine Art von Entität handelt es sich denn jetzt hier nun? Ist es denn wirklich, wie Sie vermuten, ein Dämon oder ein Poltergeist oder was anderes? Und was haben die für Optionen? Das ist ja so, ich sag mal, die Dreierreihenfolge, die man ungefähr abgehen muss. Und schaut man sich die Videos an, neben den allgemeinen Sachen, die man oder die ich jetzt feststellen konnte, und geht mal ein paar Videos ins Detail. Ich habe nicht alle im Detail angeschaut. Aber ich habe einige mir angeschaut und das hat mir dann aber auch gereicht. Das waren, glaube ich, 12 oder 13 Stück. Und habe mal ein paar auffällige Sachen herausgegriffen, die zeigen, dass die Leute hier leider faken. Da haben wir zum Beispiel das eine Video, wo es mehrere Schnitte von mehreren Räumen gibt. Und am Anfang sieht man eine geöffnete Tür, wo dann sich dahinter ein Tisch befindet und dann bewegt sich was. Aber unten rechts im Bild sieht man eine Angelschnur, die Reflexion, die dort offenbar gespannt ist. This is getting worse as the days go on. Lucifer is really trying to disturb my family. He is not going to get what he wants, demons. I call out on you to leave my house now. This is getting worse as the days go on. Lucifer is really trying to disturb my family. He is not going to get what he wants, demons. I call out on you to leave my house now. This is getting worse as the days go on. Lucifer is really trying to disturb my family. He is not going to get what he wants, demons. I call out on you to leave my house now. This is getting worse as the days go on. Lucifer is really trying to disturb my family. He is not going to get what he wants, demons. I call out on you to leave my house now. Später im Video liegt das Ehepaar bei sich im Bett und man sieht beinahe, wenn man wirklich Frame für Frame durchgeht, gibt es zwei Frames, wo man sieht, wie eine Schnur ungefähr, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie die Kamera ist, so, in dieser Diagonale ungefähr über den Tisch gezogen wird und sich genau darauf der Nachtschrank bewegt. Da ist also definitiv eine Schnur zu sehen. Dann, wo auch noch eine Schnur zu sehen ist, ist ein anderes Video. Das sieht man in dem kleinen TikTok-Format auf einem Smartphone nicht. Zoomen wir das aber mit Videobearbeitung ran. Die Bilder seht ihr nebenbei, ich habe sie hier immer vergrößert und dann auch den Kontrast nochmal höchstens verdeutlichen. Dann sieht man, dass da eine Schnur durch den Türspalt unten links lang läuft. Das ist der Moment, wo der Tisch geworfen wird. Da wirkt sie in dem Moment gebogen und nachdem der flippt, so sozusagen, wird sie gerade. Hier hat man wahrscheinlich in dem Moment einen Cut gemacht. Jetzt fragt ihr mich sicher, ja Moment, da unten rechts läuft doch so ein Timer auf der Kamera mit. Wie hat er das denn gemacht? Das ist gar nicht so schwer. Da braucht man weder eine gute Kamera, noch viel Ahnung, noch gute Software. Man macht einfach zwei Bildspuren. Unten läuft sozusagen die echte
Und oben nimmt man eine andere, wählt die Zeit aus, setzt den Rest auf 100% Transparenz und voilà. Die Zeit oben läuft weiter und die unten rechts wird sozusagen überschrieben, vor allem wenn man vielleicht den Bereich dann noch irgendwie abdunkelt. Man kann aber auch das ein bisschen pedantischer machen und bei der oberen Videoschiene ein Kästchen ziehen und sagen, nur das Kästchen soll sozusagen angezeigt werden. Das überschreibt dann das da unten und schon hat man eine echte Zeit eingefügt. Noch einfacher ist es, wenn diese Kameras vielleicht gar keinen Timestamp haben. Dann kann er nämlich einfach nur die Videospur nehmen und einfach selbst mit einem, ja, ich sag mal, Videobefehl unten eine Zeit einstellen, die dann hochläuft. Das sind vorgefertigte Effekte, die kann man sich bei diversen Programmen, ich weiß jetzt ja nicht, was er verwendet, runterladen und dann ist die Sache auch gut. Also die Technik gibt uns natürlich viel bessere Ermittlungsmöglichkeiten, viel mehr Geräte und Ansätze, die wir prüfen können, aber birgt wie immer auch die Gefahr. Faken wird natürlich umso einfacher, umso besser die Technik, umso besser die Software wird. Man darf, wie gesagt, nichts unter Generalverdacht stellen. Man muss auch als Wissenschaftler neutral daran gehen und schauen und überlegen, passt das, wo passt das nicht? Und dann, wenn es nicht passt, auf die Suche gehen, was stimmt da wahrscheinlich nicht? Anderes Video ist ein ganz gutes Beispiel für. Sie liegt im Bett, die Jalousien oder so ähnlich, ich konnte es nicht genau erkennen, aber sie hat das so gesagt, haben sich dann bewegt, schrie panisch und die Tür vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer, müsste es glaube ich sein, stand ein Spalt offen. Und er kommt panisch reingerannt und will sie beruhigen. An sich erstmal, die Szene ist sehr übertrieben, aber ansonsten eine logische Reaktion. Und da ist auffällig, er hebt das Bein, obwohl da gar nichts zum Heben ist. Zoomt man aber an die Stelle ran, dann sieht man, dass da ein Faden ist. Erhöht man Kontrast, sieht man das sogar so deutlich, der Faden wirft auch einen Schatten. Also das ist halt wirklich definitiv fake. Baby, hurry! What, baby? Baby, they weren't open! No, they weren't! What do you mean? No, they weren't! Baby! Baby, hurry! What, baby? Hurry, the curtains just open! Baby, they weren't open! No, they weren't! What do you mean? No, they weren't! Baby! Baby, hurry! What, baby? Hurry, the curtains just open! Baby, they weren't open! No, they weren't! What do you mean? No, they weren't! Baby! Dann gibt's welche, die sauber gearbeitet sind, vor allem bei der Nachtvision. Da ist es sehr schwer, da muss man genauer hingucken. Da gibt es dann halt Stellen, wo ja etwas passiert und für den Zuschauer fast unmerklich passiert danach einfach was. Aber dazwischen passiert was. Es passiert die eine Sache und dann, wenn man hier bei der Tür auf den Schatten achtet, der ist ganz seicht, weil der nur von der Gardine, Jalousie oder was auch immer geworfen wird und von außen Lichtquelle reinstrahlt. Höchstwahrscheinlich Mond. Der strahlt natürlich den Gardine oder das Fensterverdeck allgemein an und wirft einen dünnen Schatten. Nun sieht man, es bewegt sich, zack, der Schatten springt auf einmal von unten rechts von der Tür ein Stückchen nach oben. Das heißt, der Lichtwinkel hat sich geändert. Das bedeutet, die Lichtquelle von außen hat sich bewegt. Das heißt also, es ist hier auch ein Fake. Hier wurde ein Cut gemacht. Es wurde neu arrangiert, um, ja, ich sag mal, das nächste Event zu triggern, vorzubereiten.
Die Kamera wurde gestartet, beziehungsweise wahrscheinlich hat er es einfach nur rausgeschnitten. Und dadurch hat man aber nicht bedacht, oh, Moment, der Mond draußen, den kann ich selbst nicht so gut nachstellen. Klar geht das, wenn man sich Mühe gibt, ist alles möglich. Sonst gibt es keine Superheldenfilme. Aber der Lichtwinkel hat sich geändert und damit der Schatten. Das passiert danach gleich nochmal. Dann springt der Schatten von der Position, die ich vor jetzt ist, ja weiter nach hinten links zur Tür und verteilt sich dort ein bisschen breiter. Auch da sieht man, hier ist ein Cut gewesen. Denselben Effekt habe ich nochmal bei einem anderen Video gefunden. Da ist es ein bisschen heller, es ist Tag, würde ich sagen. Und man sieht auf dem Boden, der ist schön glatt, da sieht man Licht und Reflexion. Das ist keine Frage. Und wieder haben wir folgendes Phänomen. Es passiert was und auf einmal, spontan, obwohl da nichts passiert, ändert sich die Licht und Reflexion dort auf dem Boden. Das heißt, die Lichtquelle draußen, sprich Sonne, hat sich irgendwie verändert. Man sieht bei dem Tisch, der da steht, auch ganz gut, dass der Schatten der Beine anders fällt als vorher. Das heißt, hier war wieder ein Cut gewesen. Beim Video selbst ist der Schatten auch leicht zu erzeugen, der sich dort angeblich bewegt. Man kann einfach eine Folie mit irgendwelchen dunklen Punkten nehmen, die Halbtransparenzen am besten noch nach vor die Kamera bewegen. Schon hat man den Anschein, dass das ist. Nun geht es darum, ist alles gefaked? Sind nur die Videos gefaked? Ich habe ja auch gar nicht alle geschaut. Kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, das Potenzial zum Faken ist da. Alles, was man hier sieht, lässt sich mit Schnüren relativ einfach machen, sogar ohne große Videobearbeitung, außer halt ein paar Cuts. Und wahrscheinlich ist das passiert. Bei allen Videos, nicht zu sagen. Aber definitiv die Aussage, dass alles echt sei, können wir hier lügen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, es ist alles gefaked. Vielleicht hat er auch nur ein paar Sachen gefaked, damit es ein bisschen spannender wird. Vielleicht passiert tatsächlich was. Das Problem ist aber, eigentlich reicht ein Fake aus, um die Glaubwürdigkeit zu untergraben. Das ist eine relativ fiese Geschichte. Man muss das aber den Leuten nachsehen, weil wer einmal lügt, den glaubt man nicht, so nach dem Motto, woher weiß man denn, wenn man nicht mit dabei war, dass es echt ist? Es ist an einem Video immer unglaublich schwer zu sagen, ist das echt oder gefaked. Genau genommen kann man nie sagen, dass es echt ist. Man kann nur feststellen, es ist gefaked, wenn man denn was findet, oder sagen, ich kann kein Fake feststellen, was nicht zwingend heißt, dass es echt ist. Weil wie gesagt, physisch und mit Videomanipulation ist fast alles möglich. Man muss entweder wissen, vertraut man der Person, die das Video erstellt hat. Ansonsten kann man nur sagen, wenn ich nicht dabei war, schwer zu sagen. Und tendenziell würde ich sagen, sind mindestens 90%, vielleicht sogar mehr, der Videos zum Thema Parapsychologie im Internet gefaked. Das schadet natürlich den Ruf von seriösen Forschern wie uns. Aber ich denke, mit der Zeit merkt man das halt dann auch, wenn bei jemandem immer sehr viel passiert. Und wenn dann auch, sag mal, solche Fehler passieren, obwohl ich ihm hier ein bisschen in Schutz nehmen muss. Er hat das nicht schlecht gemacht. Also das ist jetzt keine grobe Schnitzer. Ein Laie könnte die Fehler nicht finden. Also es ist jetzt nicht so, dass das total stümperhaft gemacht war. Er hat sich da schon Mühe gegeben. Aber de facto lässt sich sagen, die Videos, die ich hier gerade genannt habe, sind gefaked und die anderen sind damit mindestens zweifelhaft.